Seit dem Fall der Mauer sehen sich viele Deutschen mit Schwierigkeiten und Problemen konfrontiert, über die sie früher nun wirklich nicht richtig nachgedacht haben. Wer kannte oder kennt vielleicht sogar in den alten Bundesländern die Sorben? Diese relativ kleine Bevölkerungsgruppe lebt in Brandenburg und sie ist, wie viele andere auch, vom Aussterben bedroht. Vielleicht auch, um sich selber Mut zu machen, inszenierten die Sorben in Brandenburg ein typisches Volksfest. Flirt eines sorbischen Bräutigams. Jörg Masnik und seine Auserwählte heiraten allerdings nicht in Wirklichkeit. Diese Traumhochzeit ist inszeniert. Nicht für einen historischen Spielfilm, sondern für die Sorben selbst. Der Trachtenverein Psesa hat die Zeremonie in Cottbus organisiert, damit die wichtigste gesellschaftliche Tradition der Sorben bei den Jugendlichen nicht in Vergessenheit gerät. Denn seit 50 Jahren ist die original sorbische Bauernhochzeit in Brandenburg aus der Mode. Früher wurde der große Tag von allen Dorfbewohnern zusammen vorbereitet. Aber die Dorfgemeinschaft, so wie sie mal bestanden hat, meinetwegen auch noch bis Mitte des Jahrhunderts, ist nicht mehr so da, ganz einfach, weil die gesellschaftlichen Bedingungen anders sind. Es ist dieses Bäuerliche aus dem Dorfleben ja viel verschwunden. Die meisten Leute fahren doch irgendwie in die Städte zur Arbeit, haben andere Berufe, Dienstleistungen und so weiter. Also da fehlt schon sehr viel an der Grundlage überhaupt. Früher Familienfeier auf dem Bauernhof, heute Folkloreereignis im Stadtpark. Die Trachtenvereine verhindern zwar den endgültigen Verfall des Brauchtums, können aber die zunehmende Anpassung an deutsche Verhältnisse nicht aufhalten. Viele Sorben heiraten Deutsche. Viele verlassen Brandenburg wegen der hohen Arbeitslosigkeit und wandern nach Westdeutschland ab. Ihre archaischen Bräuche aber werden, wenn überhaupt, nur in ihrer Heimatregion gepflegt. Jetzt befürchten die Sorben, dass ihre Rechte durch die Fusion von Berlin und Brandenburg in den Hintergrund geraten. 20.000 leben in Brandenburg. Hier ist ihnen ihr Siedlungsgebiet und die Förderung ihrer Sprache und Kultur gesichert. Das soll auch in einem Bundesland mit Berlin so bleiben. Der sorbische Unterricht muss garantiert werden. Es muss auch so sein, dass die Kommunen, wenn sie die Verpflichtung haben, zum Beispiel zweisprachige Beschilderung, ich sage das jetzt bloß mal so am Rande, dann muss auch jemand da sein, wo das verwirklicht wird. Es genügt ja nicht nur ein Gesetz und keiner kontrolliert es oder keiner sagt, ja, du musst es hier realisieren. Also das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, inwieweit die Sorben selbst zum Erhalt beitragen. Bis heute erhalten haben sich die Sorben ihre Sitte des Aufhaltens. Damit der Brautzug durchkommt, muss jeder Mann eine Spende für die aufwendige Arbeit der Frauen an den Festtrachten zahlen. Im Alltag tragen die Sorben ihre Trachten nicht mehr. Aber das größte Problem, der Verlust der Muttersprache bei der jungen Generation. Können Sie mir mal sagen, was heißt auf Sorbisch Hochzeit? Oh, da fragen Sie so richtig. Speyerischer. Ohne seine Soufflöse ist der Bräutigam, Protagonist des Hochzeitstheaters, zwar aufgeschmissen, doch trotz Verlust der eigenen Sprache, die Sehnsucht nach der Tradition ist da. Die Hochzeitsschauspielerinnen würden gerne nach sorbischem Brauch heiraten. Die Hochzeit ist ja an sich schon was Besonderes und dann eine sorbische Hochzeit, gerade wo man ja auch hier in dem, also ich bin ja hier in dieser Gegend groß geworden, dadurch würde dann der Tag noch zusätzlich an Besonderheit gewinnen. Diese moderne Welt wird sehr langweilig werden, wenn es so etwas nicht mehr geben sollte. Und ich glaube auch, dass wenn die Sorben aussterben sollten, irgendwann, ich weiß es nicht wann, ich hoffe, dass es nicht geschieht, dann wird die Welt ärmer sein. Ob diese beiden Sorben einmal wirklich traditionell heiraten? Ob sich der Brautwalzer im Disco-Techno-Dschungel behaupten kann? Die Hochzeit ist zwar von A bis Z eine bunte Choreografie, aber immer noch ein authentisches Fest von Sorben für Sorben. Denn die Pflege des Brauchtums durch die Trachtenvereine ist die Bastion gegen den Untergang der sorbischen Welt.